Jo, liebe Leute, mein Name ist Ivan, herzlich willkommen zu Pokémon Game Nasslocke und ja, ich renne jetzt schon mal los. Ich habe gesagt, wir wollen uns diese Folge, die Slipcom, nochmal zum Schluss widmen, Giovanni widmen, damit wir das hier endlich abschließen können und ja, damit dann auch, ach ja, der gibt uns übrigens Lapras, damit wir dann auch endlich zu Sabrina gehen können, uns den nächsten Orden verdienen können und dann geht es weiter zu Pyro. Und Pyro haben wir einfach um. Wir haben Vitismo haben wir dabei, wir haben Shooting, wir werden uns ein Wasser-Encounter noch fangen. Also, das werden wir einfach umbauen. Und Lapras werden wir. Ich habe eine Idee. Ich werde Lapras sogar vielleicht nachher mitnehmen, das weiß ich noch gar nicht. Mal schauen. Aber Lapras ist kein schlechter Encounter. Pucke. Okay. Perfekt. So, und damit ist Bukugan nun auch Teil unseres Teams. Es ist ein Lapras geworden. Ich habe leider nicht genug Platz, aber damit wurde es in den PC geladen. Und vielleicht werde ich Lapras hochtrainieren. Es ist nämlich richtig bulky und es wird nämlich in der Pokémon-Liga und bei Pyro wird es, glaube ich, richtig, richtig gut was machen. Aber mal schauen. So, auf geht's. Giovanni. Bleib sofort stehen, Kleiner! Wer kommt denn jetzt? Ach! Jesse und... James und Jesse sind ja auch wieder von der Partie da. Du solltest ihn besser nicht stören. Sollte ich? Ich werde euch trotzdem kaputt machen. Glaub mir. Glaub mir. Ich werde euch trotzdem kaputt machen. Ich glaube, die haben Smogmog. Müsste das jetzt... Ja, das hat mir... Du kleines, mieses Drecksvieh, Smogmog. Hast mir letztes Mal mein Smetbo genommen, ne? Glaub mir, ich werde dich zerstören. Ich werde dich zerstören. In dir ist Metmo gefallen. Ja. Verdient. Verdient, dass das daneben geht. Einfach Smetbo. Oh Mann. Das kratzt mich immer noch an, dass wir Smetbo leider verloren haben. Da. Durch so einen dummen Zufall. Ist zwar unser einzigster Tod bis jetzt. Also, wir schlagen und tapfer, aber. Wir schauen mal. Okay, jetzt bringt der Arbeit rein. Ich bleib. Nicht drinne, ich wechsle jetzt auf Trassler, hau eine Psychokinese raus, das Ding ist weg. Ja, was will ich da mehr im Prinzip? Und bei Giovanni, wie gesagt, da muss ich noch im gucken, wie ich das genau mache. Ich glaube, der hat einen Nidoqueen, glaube ich, hat er, wenn ich jetzt richtig liege. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er Nidoqueen. Snobillycat hat er auf jeden Fall, wie im Anime. Oder hat er einen Rizeros? Und nee, ein Rihorn ist das ja, diese Weiterentwicklung. Oh, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was der alles hatte. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube Nidoqueen oder Nidoking. Eins von den beiden hat er. Ich glaube Nidoqueen, weil Blau das danach auch hatte. In der Arena. Oh Mann, das ist jetzt wieder kacke. Aber egal. Wir gehen einfach für den Doppelkick. Hauen schnell Mauzi eben schnell um. Ist einfach fast ein One-Hit. Als auf Mauzi. Was schlecht. Okay. Wir haben keinen Schaden kassiert, aber gut. Nehmen wir so hin. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Mal wieder. Ciao. So, damit sind die auch besiegt. Ich lead jetzt einfach mit Trassler. Weil ich kann alles rein, hoffe ich, relativ gut safe rein switchen. So, Bingo. Passt doch. Du hast den Türöffner aspiriert. Perfekt. Ah, Eve, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften der Erwachsenen raus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ja? Oh mein Gott, ich krieg Schmerzen! Ich verliere! Ah! Hi Giovanni. Nidorino. Okay, doch. Da hat er Nidorino gehabt. Oder, ja, dann war das so. Ich wusste, irgendwas hatte der. Gut, dann kann ich hier safe mit Psychokinese draufhauen. Ich glaube, er müsste einen überleben. Und? Lol. Ja, wie geil ist das denn, bitteschön. Mega geil. Und auch noch 44 erreicht. Geile Sache. So, Snobillycat kommt rein. Da kann ich in Shooting gehen, mit einem Doppelkick draufhauen und das umhauen. Oder gehe ich auf Flamara? Ne, ich gehe auf Shooting. Ich gehe auf Shooting, hau mit Doppelkick drauf. Bin ich safe. So, Surfer. Nein!
Nicht Server, Doppelkick, nein! Idiot! Idiot! Oh, nichts passiert, gut, Doppelkick. Oh, ich bin dumm. Seht ihr, Leute, das hätte wahrscheinlich... Ja, okay, ist der Clay auch nicht ausgereicht, aber es hat auf jeden Fall mehr Damage gemacht. Oh, lol, einfach... Ja, egal. Rihorn hat er auch noch gehabt. Okay, das ist gut zu wissen, dass er Rihorn hatte. Dann hat er nachher wirklich, glaube ich, in der Arena die ganzen Sachen. So, damit ist er besiegt eigentlich, glaube ich, schon. Dann hat er noch einen Mon. Und das müsste dann Nidoking sein. Wenn er Nidorino hat, ist es dann Nidoqueen. Oh, Mann. Ich glaube, Queen war... Ja, Queen. 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 Bleibe ich drin oder wechsle ich auf Dings? Ich bleib drinne. Geh für einen Surfer. Müsste eigentlich auch schon guten Damage anrichten. Müsste wahrscheinlich ein Two-Hit sein. Ja. Und er geht für einen Kratzer. Das finde ich gut zu wissen, dass er auf einen Kratzer geht. Das finde ich wirklich gut, dass ich das jetzt weiß. Okay. So, damit ist Nidoqueen auch raus und wir haben Giovanni besiegt. Easy peasy. Ah, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Slipgon vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Eve, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rockets da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Okay, mach das. So, jetzt sprechen wir noch mit dem lieben Typen hier. Der gibt uns gleich noch was Cooles, hoffe ich. Ich danke dir für die Rettung der Slipgon. Hier, ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz großer Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich und ich könnte dir alles geben, aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Eva hält einen Meisterball. Ja, Leute, wir haben den Meisterball, finde ich gut. Was sagt noch die nette, schöne Dame hier? Sekretärin, wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns allen gerettet. Danke, du hast uns alle gerettet. Ja, ist kein Problem. Easy. Egal, den PC gucken wir jetzt nicht nach. Auf geht's, zurück, raus hier, Pokémon heilen und dann geht's nach Sabrina, wir kommen. Und dann würde ich eigentlich sagen, wir sind schon hoch genug vom Level her. Zack, zack, einmal hier raus, ich glaube zweite Etage ist das ja, zack und zack. Oh Mann, ja perfekt, so. Ah, geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Also ihr müsst jetzt mal entschuldigen, dass ich ab und zu die Speed-Taste benutze. Aber wir sparen Zeit. Und wir sparen uns unnütze Wege. Muss man auch ganz klar sagen. So. Dankeschön. So. Kommen wir jederzeit wieder. Ba, 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 ba. Ja. Ich denke... Wir sind bereit, uns den Hintern versohlen zu lassen von ihr. So. Auf geht's. Was hat hier denn noch stehen? Ist Gary schon eingetragen? Pokémon Arena, Leitung Sabrina. Bisherige Sieger Gary. Oh, easy Gary. Du bist dein Held. Du bist dein Held. Ich kämpfe hier auch mal mit. Ich will jetzt alle einmal mitnehmen, aus dem einfachen Grunde. Ich brauche die EP noch ein bisschen. Je höher Flamara ist, desto besser ist es einfach für uns. Muss man ganz klar sagen. Und ja, fick dich, ganz ehrlich, Alter. Ein fucking Fleckmon. Willst du mich jetzt verarschen? Ey, ohne Witz, man denkt nichts Böses und es kommt so ein scheiß Fleckmon rein, ey. Und denkt so, ja, super, kommt bestimmt eine Aquaknarre oder sowas oder Blubberstrahl. Nein, Aussetzer. Hätte ich auch drin bleiben können. Meine Fresse, das ist doch manchmal schlimm hier. Warum Fleckmon? Egal, 45, ja. Yes. Ja, ich bleib mit Pikachu jetzt komplett drin. Ne? Wenn nur Fleckmons kommen, bleibe ich komplett drin. So, damit haben wir Fleckmon nächstes auch besiegt. Nächstes Fleckmon. Easy peasy, sag ich nur, ne? Wir müssten jetzt eigentlich noch ein Lamos haben. Okay, perfekt. Lamos können wir eigentlich auch K.O. Also kaputt machen.
Das sind eigentlich keine großen Probleme, weil es diese, ja, ich sag mal, diese Def-Verteidigung gar nicht hat, die Spezialverteidigung, so. Ja, also von daher passt das schon. So, und damit haben wir das auch geschafft. Perfekt, sie ist besiegt. Ich bin happy. So, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, hier war das lang, ne? So, was hat der zu sagen? Okay, was macht er? Bitte kein Lamus, bitte kein Lamus, bitte kein Lamus. Oh, nice, Gott sei Dank. Ah, Gott sei Dank. Okay, Biss, Attacke. Wird, glaube ich, nicht ganz ausreichen. Oh, lol, wird doch ausreichen, nice. Flammara, je mehr EP du kriegst, desto besser. Ich wechsle jetzt aber trotzdem wieder auf Pikachu wegen diesem Flagmon, was ich total kacke gerade finde. Aber gut. Wir können einfach für unseren Döner Blitz gehen. Den Döner Blitz. Hauen es damit auch um. Reicht vollkommen aus. Wollen wir uns nicht beklagen. Und ja. Ich würde sagen, weiter geht's. Pantimos müsste ich eigentlich auch mit Flamara machen. Würde ich einfach nur. Wie gesagt, ich brauche EP mit Flamara. Pantimos! Okay, ich gehe einfach mal wieder auf den Biss. Müsste nicht ganz ausreichen. Pantimos hat, glaube ich, eine beste. Ne, okay, reicht auch aus. Reicht auch aus. Nice. Kadabra kommt wieder. Perfekt. Und tschüss. Alter, easy, Flamara. Du bist King. Du bist der Babbo gerade. Du bist der Babbo. Okay, jetzt muss ich überlegen. Einmal zurück. Jetzt muss ich überlegen. Also wir kommen von hier. Dann war das, glaube ich, man braucht nur immer nach da gehen. Wenn ich jetzt richtig liege. Muss ich überlegen, ich glaube, hier war das lang. Muss immer nur nach da gehen, wenn ich jetzt richtig liege. Und dann war das einmal hier lang. So. So. Oh lol, ich habe den Weg nicht mehr im Kopf. Okay, 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 okay. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, es sieht gut aus. Wir sind schon nah dran. Okay. Oh Mann, ich habe echt gerade gedacht, wir haben es jetzt gleich. Nebulak kommt. Das Problem ist, gegen Nebulak haben wir gar nichts, weil wir mit einem normalen Attack nichts machen können. Aber ich kann hier mit einem Feuerwebel ein bisschen was machen. Und es kann es darin festhalten. Und das mache ich jetzt einfach die ganze Zeit. Bis es tut ist. Haha. Dreimal treffe ich mit Feuerwirbel. Nizza, Nizza. Ich muss uns gleich nochmal von Null anfangen, Alter. Wie war es nochmal? Ich glaube immer, eigentlich nur immer nach links. Aber wir sind jetzt eigentlich schon so weit, dass wir. Ich glaube jetzt nur noch runter müssten einmal. Unten links und dann müssten wir eigentlich bei Sabrina stehen. Oh, lol. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Das ist immer kacke, ne? Das hätten wir. Oder das haben wir auch noch. Das Apollo. Das können wir dazu entwickeln, unser Nebulak. Machen wir aber noch nicht, weil wir erst noch gar nicht so weit sind. Wir greifen einfach weiter an. Feuerwirbel go. Und dreimal Feuerwirbel getroffen. Damit haben wir die Hälfte abgezogen. Und wir machen es einfach wieder. Die Attacke ist einfach fett OP, ne? Ich brauche nichts drücken. Das ist so nice, Alter. Und deswegen ist Flamara verdammt wichtig, dass es viel KP hat und Level Up hat. Oder Level hat auf so einer Runde, damit wir Sabrina in diesem Feuerwirbel sauber easy fangen können. Ohne Probleme. So, wir machen es jetzt so. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Zimmer, bevor wir zu der Tussel kommen. Das heißt, ich laufe jetzt unten links war das.
Nein. Das heißt zurück. Unten da. Nein, auch nicht. Dann oben. Oh Leute, ich fange jetzt gleich von null an. Ohne Witz. Ich muss jetzt erstmal wieder zurückkommen. Okay, hier hoch. Perfekt. So. So, wenn wir anfangen. So, wir fangen an. Oben rechts. War das, ne? Oben links. Das heißt nach dahin. Zack. Oben rechts wieder. Zack. Unten links. Unten rechts. Unten links. Unten links. Bingo, wir sind da. Easy. So, Sabrina. Jetzt wirst du kaputt gemacht. Komm her. Ich will. Eine Vision hat mir deine Zukunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Wow, sie beweist ihre Kräfte. Sie ist awesome. Sie ist einfach mega awesome. Nein, wir machen sie jetzt platt. So, Miss Madame, was hast du denn für tolle Pokémon? Ein Abra, Level 50. Finde ich schon mal kacke. Ich gehe erstmal auf den Feuerwirbel. X-Abwehr. Finde ich nicht gut. Verteidigung nimmt zu. Lolli trifft einfach nicht. Und Blitz hat's drauf, okay. Jetzt trifft's gut. Machen wir ein bisschen weiter. Okay, ich glaube, das wird auf was Langes hinauslaufen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Biss. Mal gucken, wie viel das macht. Mit der LOL! Obwohl X-Abwehr drauf war. X-Abwehr? Oh, lol. Okay, Kadabra kommt rein. Das haben wir gerade gesehen. Ich kann es one-hitten. Ich mache jetzt einfach auch wieder X-Abwehr kommt drauf. Perfekt. Verteidigung nimmt zu. Es müsste ein Turret sein, hoffe ich mal. Okay, es ist ein Turret. Und? Oh, Leute, es hat Genesung. Als ob. Und es heilt sich einfach so viel gegen. Oh Mann, nicht sein Ernst. Psychokinese, tank ich. Komm schon, Flamara, du bist ein Biest. Du hast, komm. Easy. Oh, lol. Ich mache einen Rückzug-Keep. Bitte. Ja. Nice. Level up auch noch. Jetzt wird's spannend. Das Problem ist, wir haben jetzt Simsala. Das ist ihr Stärkstes, was sie hat. Sie wird zu 100% jetzt erst eine X-Abwehr rausschmeißen. Zu 100%. Oder auch nicht. Scheiße. Tankst du bitte. Bitte. 1 KP. Halleluja. Sofort raus. Ich gehe auf Relaxo. Relaxo tankt das. LOL. Oh. Es hat einfach Genesung wieder gemacht. Meine Fresse, mach nicht immer diese Drecksgenesung. Okay, ich habe Erholung, von daher aber trotzdem. Kopfnuss. Komm, die macht mehr Damage, als was er sich gegenheilen kann. Bitte. Nicht mal annähernd. Dann mache ich Stärke. Komm. Bitte nicht so viel. Zieh nicht so viel ab, bitte nicht. Als ob. Reich aus, bitte. Okay. Ich werde keine zweite Attacke überleben. Ich gehe jetzt auf meinen Simsala, oder? Oh, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich gehe auf meins. Die wird nicht normal heilen, oder? Reflektor, nice. Okay. Gut, dass ich auf Simsala gegangen bin. Und jetzt Psychokinese, bitte reich aus. Bitte. Auch wenn es nicht effektiv ist. Es reicht nicht, nein. Bitte keine Genesung. Es macht noch Reflektor. Bitte triff. Ja. Geil. Wir haben keinen Encounter verloren. Flamara, ganz knappes Leben. Oh. Teamarbeit gerade aus allen. Richtig gut, Leute. Oh, lol. Hätten wir den Level-Up gerade nicht bekommen,
hätten wir Flamara definitiv verloren. Und wir hätten wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Mons verloren. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen gehorchen. Stärkere Pokémon könnten sich dir widersetzen und deinen Befehlen ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hältst. Warte, nimm noch diese Term von mir. Damit haben wir auch noch Psychokinese bekommen. Ach, ne, Zivil, lol. Ohne Witz. Ich bin gerade so mega happy, ey. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben Sabrina besiegt. Wir haben fucking Sabrina gerade eben besiegt. Und Natara überlebt einfach mit einem KP. Alter, ist das spannend gewesen. Wow. Wow. Ich glaub's immer noch nicht. Alter, dass wir das geschafft haben, ist echt der Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass wir jetzt verlieren. Aber gut. Gut. Schön. Schön, schön, schön. Oh Mann, ey. Happy. Happy, happy, happy. Damit haben wir Sabrina besiegt. Machen wir im schnellen Teleporter. Erstmal zurück ins nächste Pokémon-Center, dann sparen wir uns den Weg dahin. Mit's Laufen. Und damit können wir uns ab jetzt aufs große Meer wagen. Und dann werden wir uns da Pyro widmen. Oder wir werden versuchen, Pyro da umzuhauen. Das wird unser nächster Anhaltspunkt sein. Easy, geil, geil, ja, geil, 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 so, oh, lol, gucken wir uns nochmal den schönen Orden an, 6 Orden, so, und dann fliegen wir noch eben einmal zurück nach Alabastia, sagen unsere Mutter noch eben Hallo. Und sagen wir, dass wir Sabrina besiegt haben und dass wir jetzt überall phänomenale Kräfte besitzen. Und werden uns in der nächsten Folge hier aus Wasser begeben und nach unten schwimmen. Pikachu wird natürlich dann als vorderstes Pokémon kämpfen. Wir werden uns auch nächste Folge dann auch automatisch hier den ersten Wasser-Encounter fangen. Bin schon richtig gespannt drauf, was es sein wird. Und ja, damit beenden wir das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.